Jo, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft in der 1.26/21. Und wir machen an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Ne? Ich habe hier noch ein bisschen gewartet, bis die Nacht einbricht. Richtig, bin dann pennen gegangen und jetzt machen wir an der Stelle weiter. So. Ja, wir haben ja jetzt zweimal Leder. Das ist schon mal gut. Wir haben Federn, das ist gut. Da können wir uns auf jeden Fall Pinsel machen. Und genau, ich würde natürlich gerne irgendwie Armadillos finden, ne? Weil das ist ja auch ein Bestandteil der 1.21. Aber irgendwie scheint hier nichts so richtig zu spawnen, ne? Vielleicht ist das Biom hier einfach zu klein. I don't know. Aber wir könnten uns ja schon mal eine Werkbank machen. Und können dann uns mal eine neue Axt machen und ein bisschen Akazienholz mitnehmen. Vielleicht spawnt in der Zeit was. Ansonsten machen wir dann natürlich weiter. Ich glaube, hier ist ja noch mehr Savanne in der Nähe. Vielleicht haben wir da dann mehr Glück. Aber wir schauen einfach mal, ne? So, in der letzten Folge, das ist ja alles ein bisschen dumm gelaufen mit unseren tierischen Freunden, ne? Das Kamel und der Papagei, beide nach kurzer Zeit leider ums Leben gekommen. So kann das manchmal gehen, ne? Tut natürlich in der Seele weh, ne? So Papagei gerade schön gefunden, hast dich gefreut drüber und dann, naja. Gut, der Verschleiß an Tieren ist also im Moment, beziehungsweise an Freunden, ne, ist hier gerade ganz, an tierischen Freunden, ist hier gerade ganz schön hoch. So. Also, wir machen uns jetzt mal eine Axt. Auf jeden Fall. Eine Steinaxt. So, da haben wir da wieder eine. Der Rest, der ist ja noch da aus Eisen. Bisschen Bambus haben wir uns ja auch schon mitgenommen. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge wieder Zuckerrohr dazu gesagt, aber ist nicht das erste Mal, dass ich irgendwas falsch sage, ne? So. Das bemerkt man manchmal, also ich bemerke das manchmal gar nicht, ne? Das sieht man dann erst oder bekommt man dann erst in der Aufnahme mit. So, also von Armadillo ist hier erstmal nichts zu sehen, ne? Und Armadillo ist hier echt nichts zu sehen. Zumindest hier, wo wir gerade sind. Und jetzt muss ich mal schauen, ob das nun Savanne ist. Ja, Savanne, ne? Savanne ist richtig. So, komm, vielleicht sollte man es den noch mitnehmen hier. Mal schauen, vielleicht bekommen wir gleich einen Setzling hier von dem oder von dem anderen halt. Bis jetzt noch nicht. So. Die Hühner könnten wir uns vielleicht gleich noch mal mitnehmen in der Zeit. Haben wir noch ein paar Federn mehr. So. Gibt es denn hier Setzlinge? Bis dato noch nicht. Hier vorne vielleicht? Nö, auch hier noch nicht. Ein einziger Setzling. Doch, da ist einer. Sehr gut. Setzling 1 am Start. Vielleicht bekommen wir noch einen.
Okay, bleibt wohl bei einem. Okay, der hatte gar keinen Setzling hier. Gut, Armadillo ist also immer noch nicht hier. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal ein Stück weiter. Vielleicht sollten wir mal einen kurzen Blick einfach mal wirklich in die Höhle da drüben werfen. Das sieht nämlich auch ganz interessant aus. Ansonsten geht ja dieser Wanne da auch weiter und hier drüben auch. Da drüben ist auch eine Höhle. Vielleicht sollten wir dann auch da mal reinschauen. Gut, aber bis jetzt sehe ich da noch kein Armadillo. Schaf sehe ich, glaube ich. Aber kein Armadillo, ne? Kein Gürteltier. Okay, das sieht einfach bloß interessant aus. Ist es aber nicht wirklich jetzt im Moment. Dann wollen wir mal... uns hier rüber begeben und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. Vielleicht auch gleich mal ein paar Fische mitnehmen. Scheinen die alle in der Tasche zu haben. Können wir vielleicht eine Katze zähmen. Mal gucken, wie lange die hält. Ja, da müssen wir natürlich vorsichtiger sein mit unseren tierischen Kameraden. Ne? Wenn wir dann welche haben. Das war einfach auch ein bisschen... war einfach auch ein bisschen missgeschickt dabei. Ist ein bisschen dumm gelaufen. Mit dem Kamel war es ja der Magma-Block und mit dem Papagei, naja, der Creeper eigentlich schuld, weil ich den hauen wollte und aus Versehen den Papageien gehauen habe, ne? Oh, yo, Leute, kein Armadillo weit und breit. Aber guck mal, wie dieser Wanne geht ja hier noch ziemlich weit. Ist ja noch ziemlich weitläufig hier. Irgendwo werden wir bestimmt Glück haben, zumindest erstmal einzufinden. Zwei wären natürlich perfekt. Ich denke, wir sollten in die Richtung gehen hier. Kühe, die können wir natürlich auch gebrauchen. Weiterhin. Damit wir uns Lesepulte machen können. Um dann zu gucken, was die Villager bei uns in der Wüste für Trades für uns haben. Hier ist ein ziemlich großes Savannenbiom, wie es aussieht. Oh, das war knapp, ne? Mal schauen, ob wir hier mehr Glück haben. Die Hühner können auch mitkommen. Natürlich in dem Zustand. In rohem Zustand, ne? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen gemein, aber... es ist halt die Nahrungskette, ne? Hier oben haben wir sicherlich einen besseren Überblick.
kann das denn sein? Aber guck mal, wie groß die Savanne hier ist, ne? Irgendwo haben wir bestimmt Glück. Bis dahin können wir uns ja noch ein paar Kühe holen. Und schlafen gehen. Guck mal hier auf der Insel, 3 Kühe. Sehr schön. Dann können wir auch hier auf der Insel gleich mal schlafen. Wo ist mein Bett? Habe ich das jetzt stehen lassen? Ach, erzähl mir doch nicht. Ah, Junge, Junge. Haben wir irgendwo Schafe? Nee, Creeper, ne? Gut, Leute, ich buddel mich hier mal ein bisschen ein. Wo sind meine Fackeln? So, dann warten wir hier mal die Nacht ab. Hier wandern der Händler, ne? Ah, was hat er denn Schönes? Ja, der kauft fermentierte Spinnaugen, ne? Potzhol. Feuerkorallenblock. Oh, Tropenbaumsetzling. Kalziensetzling haben wir alles selber, ne? Den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Wir können den Wasserflaschen verkaufen, theoretisch. War das nicht? Ich glaube, der wandernde Händler, der hatte vorher... Bloß Sachen, die wir uns kaufen können. Ne? Ich glaube, der hatte vorher keine Sachen, die wir ihm verkaufen können. Ne? Also, ich meine, das ist so. Wie immer könnt ihr mich da aber gerne in den Kommentaren verbessern. Vielleicht fällt mir das jetzt erst so richtig auf. Ne? Aber ich meine, dass das neu ist. Gut. Ich würde mal sagen, ein paar Leinen kann ich schaden. Ja, den holen wir uns noch. Wenn es wieder hell ist. Okay. Langsam geht die Sonne wieder auf. Ich habe mich aus Langeweile hier so ein bisschen betätigt, ne? So, komm, ich glaube. Ich glaube, wir können wieder aussteigen. Jetzt natürlich. So, machen wir es. Hör auf mich anzurotzen, das macht man nicht. Ey, es ist nicht höflich. Es ist unhöflich, Kollege. Ja gut, du kannst leben bleiben. So, dann haben wir jetzt 4 Leinen. Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Vielleicht sind ja hier jetzt irgendwie mal ein paar Armadillo-Freunde gespawnt. Spinnaugen können wir natürlich, wie gesagt, auch gebrauchen. Genau, eins haben wir bekommen. Da vorne sind Schafe, die können wir uns gleich mal holen. Weil dann können wir uns halt ein neues Bett machen. Aber leider noch kein einziges Skirtletier in Sicht, ne? Das passt hier schon nicht mehr rein. Wenn wir hier 12er Stacks Bruchstein machen, dann kann ja nur Stein passen, ne? So, das Fleisch würde ich schon auch gerne mitnehmen. Hm, komm hier. Die Samen weg. So,
Wolle haben wir auch dreimal, das ist gut. Aber unser Weg soll uns weiter durch die Savanne führen. Ja, wie gesagt, auf der Suche nach Armadillos, nach Gürteltieren. Wo wir bis jetzt leider noch kein Glück haben mit. Doch, da ist eins! Wir haben das erste Gürteltier, Leute. Wir machen uns mal... Guck mal, da hat er schon eine Schuppe gedroppt. Gürteltier, hallo. Komm, das hier weg. Normalerweise müsste der sich jetzt erschrecken, ne? Normalerweise müsste der sich doch zusammenrollen, oder? Ah. Ist das bloß, wenn ich den haue? Okay, jetzt rollt er sich zusammen, ne? Genau. Okay, aber wir wollen den Kollegen ja eigentlich mitnehmen. Guck mal, der kommt an die Leine. Und dann können wir den mitnehmen, ne? Vielleicht finden wir ja noch einen zweiten. Bisschen langsam unser Kollege, ne? Da können wir nicht so schnell laufen. Kann ich mir trotzdem die Werkbank jetzt hinstellen? Ja, ne? Gut, den Kollegen haben wir trotzdem noch an der Leine. So, dann was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, ein Boot wollte ich bauen. Das werden wir aber aus Eiche machen. Oder? Nee, Akazienholz sieht besser aus, ne? Die Färbung. So. Machen wir uns mal ein Bötchen. Die Eier, nee, das Rottenfleisch brauchen wir erstmal nicht. So, den Kollegen haben wir noch an der Leine, das ist gut. Eigentlich ist das Boot jetzt gerade voll unnötig gewesen, ne? Weil bis darüber können wir eigentlich auch schwimmen. Aber ich könnte den Armadillo auch. Trotzdem ins Boot setzen, ne? Dann bleibt er ja erstmal sitzen, wenn ich das Boot nicht kaputt mache. Aber wir gucken erstmal. Hier in der Nähe irgendwo noch einen zweiten sehen. Ah, guck mal, da ist der zweite Kollege. Wir haben zwei. Let's go. Es hat sich gelohnt. Die Suche hat sich gelohnt, ne? Naja, dann würde ich fast sagen, das Boot lassen wir hier. Und dann nehmen wir den Kollegen halt auch noch mit. So, und dann können wir uns eigentlich erstmal wieder auf den Rückweg machen, ne? Okay. Dann können wir uns eigentlich wieder auf den Rückweg machen. Und das machen wir jetzt auch. Wir machen es nicht eigentlich, wir machen es. Wir tun es. So, wir müssen ja in die Richtung, ne? Wenn mich da nicht alles täuscht.
Oh, einer ist weg. Wo ist er denn jetzt abgeblieben? Da ist er. Ja, das könnte jetzt natürlich ein bisschen tricky werden. Und ich würde auch fast sagen, ich hole euch im Wüstendorf wieder oder in der Nähe vom Wüstendorf wieder dazu und mache für euch hier eine Blende rein an der Stelle. Alter, guck mal da oben, da ist ein Savannendorf, ne? Ja, wir müssen in die Richtung. Müssen wir uns mal merken. Das ist ein Savannendorf, Leute. Bitte, ich weiß nicht wirklich, ob ich hier richtig bin, ne? Wüste ist ja hier auf jeden Fall, aber der Sumpf fehlt mir irgendwie, ne?
Oh, Armadillo Nummer 2. Ich musste die jetzt notgedrungen, weil mir die Laien ausgegangen sind. Ne? Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die Laien tatsächlich nach einer Weile eine Chance haben, kaputt zu gehen. Ne? Und das war wohl hier der Fall gewesen. Deswegen habe ich jetzt, bin ich jetzt auf das Boot ausgewichen und bringe jetzt hier einen Einzelnen rüber. Mit Boot ist es nicht so weit, aber wir müssen die dann bloß noch irgendwie in unser Dorf kriegen. Das ist auch nicht weit vom Anlegeplatz sozusagen entfernt. Ich nehme jetzt auch hier noch ein paar Kühe mit. Habe jetzt mittlerweile die zweite Nacht geschlafen. Und genau, dann versuchen wir die beide ins Dorf zu bekommen. Und dann hole ich euch da wieder dazu, ne? Oh, da ist schon unser erstes Bötchen. Dann müssen wir uns halt jetzt was einfallen lassen. Der hat auch gerade noch mal eine Schuppe gedroppt. Das ist Schuppe Nummer 6. Tja. Ah, vielleicht sollten wir uns ein bisschen Eisen holen. Oder... bekomme ich die mit Spinnaugen gelockt? Das könnte man natürlich auch mal probieren, ne?
würde mal sagen, ich habe ja ein bisschen Erde mit. Da bauen wir den hier mal so irgendwie. So ringsrum was, dass sie nicht. Dass sie vielleicht nicht gleich abhauen. Mal schauen, wie wir das jetzt hinbekommen. Okay, warte mal, was ist, wenn ich das Spinnenauge nehme? Kommt er dann? Tatsache! Tatsache, Leute! Dann können wir das so machen, ne? Dann brauchen wir uns da gar keine Gedanken machen. So, kommt mal hier rein. Ihr kriegt ein schönes vorläufiges Zuhause erstmal. Der jetzt. Ja, wenn die sich erschrecken, rollen die immer so sich zusammen, ne? Wie ein Igel. So, Leute, dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt erstmal ein kleines Gehege bauen, ein kleines vorläufiges. Und dann haben wir unsere zwei Freunde hier safe, ne? Das können wir eigentlich mit Bruchstein machen. Können wir theoretisch auch mit Sand machen. Bisschen Bruchstein, aber wir nehmen ein bisschen Erde erstmal, damit das Gürtel hier jetzt nicht zu weit wegrennt. Wo ist es denn jetzt? Wo sind meine Spinnaugen? Wo ist das Gürtel hier? Da ist es. Warum erschrickst du dich dann jedes Mal? Natürlich auch wieder ein Block. Okay, vielleicht gehen sie auch beide hier rein. Geht das? Okay, sehr gut. Sehr gut, die sind erstmal sicher. So, dann leuchten wir hier mal ein bisschen aus, damit hier auch nichts spawnt drinne. Genau. So, Leute, dann haben wir das. Und ich sage an dieser Stelle jetzt auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ne? Wenn es so ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall gerne mit einem Däumchen nach oben. Ihr wisst das. Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Um nichts Neues zu verpassen, wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jede Neuigkeit benachrichtigt. Alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick für dich. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens.